Ach ja, dich brauchen wir dann auch nicht mehr. Da können wir auch Brot wieder freigeben. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Weizen haben wir so viel, da können wir uns die dritte Bäckerei leisten. Da sind drei Schafe. Wo ist Schaf Nummer 4 da? Gut. Sofort. Verstanden. Na komm, kaufen wir doch mal Wolle. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na, sehr schön. Jetzt tauschen wir 10 Eisen gegen 15 Ding ein. Oh, ach ja, wir müssen ja noch den Steinbruch erschließen. Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Habt Dank für eure Hilfe. Das kann ich hier keinen Steinbruch errichten. Wenn wir uns über den Handelsposten mit Nahrung versorgen, wollen wir euch mit allem, was wir anzubieten haben, unterstützen. Wie ich sehe, habt ihr die Siedler für euch gewonnen, die mir Kana in ihrer Großzügigkeit geschickt hat. Doch das wird euch nicht weiterhelfen. Die Aufrüstung meines Heeres hing nie entscheidend von ihrer Unterstützung ab. Mein Vater unterschätzt die Wichtigkeit, seine Stadt mit Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Dies könnte uns eine unerwartete Chance bieten. Die Siedler Prapatstans werden diese Entbehrungen nicht auf Dauer hinnehmen. Noribat hat euren guten Ruf bei unseren Nachbarn vernommen. Wir laden euch ein, mit uns Handel zu treiben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sehr gut. Wir haben wieder Eisen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, und wir tauschen jetzt erstmal Kräuter. Da wäre es als einziges nicht selber. Milch haben wir mehr als genug. Kriegen wir auch mehr als genug, dass wir das monatlich tauschen können. Fisch sieht halt ein bisschen barker aus. Aber ja, so sorgen wir erstmal für stetige Eisenzufuhr. Und später, wenn wir ein bisschen mehr Eisen haben, im Überschuss können wir... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, umstellen auf Edelsteine und Musik. Schon unterwegs! Ei, verstanden! Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht Alles betreten. Klar. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Alles klar! Die Handelsroute zwischen Noribat und Prapatstan führt durch eine Felsenge. Wenn wir dort einen Steinschlag auslösen, werden Noribats Lieferungen nach Prapatstan verzögert. Sofort! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, was wäre das hier? Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Habt Dank für eure weise Entscheidung. Das ist ein fairer Tausch. Ja. Schon unterwegs! Dann lösen wir mal hier den Steinschlag aus. Die direkte Verbindung nach Prapatstan ist gekappt.
Es bleibt Ihnen nun nichts anderes übrig, als Ihre Warenlieferungen über das Land unserer Verbündeten in Fareha zu schicken. Wir sollten die Lieferungen aus Papadstan abfangen. Die ausbleibende Bezahlung wird Noribat zu einer Reaktion zwingen. Ei! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort! Verstanden! Verstanden! Dann schicken wir mal Truppen hier hoch. Schon unterwegs. So. Ei! Sofort! Jetzt, da wir auch Wolle produzieren und noch mal eine Ladung Schäfchen kaufen können, die hoffentlich diesmal sicher, hundertprozentig sicher ankommt. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Schon unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Auf euren Befehl. Da ist die erste Lieferung, die wir abfangen sollen. Wie ihr wünscht. Beschützt dies! Beschützt dies! Jawohl! Verstanden! Verstanden! Nehmt alles mit! Achso, wir sollen das Geld einsacken. Ja, wir sollen das Geld einsacken, nicht. Alles klar! Das Eisen. Schon unterwegs! Okay, da wir mit Milch jetzt viel handeln werden, bauen wir noch eine Kuhweide. Okay, ist nicht erreichbar wegen... Ja. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ja, Fisch und Fleisch ist halt das, was wir am meisten irgendwie gerade verbrauchen. Und Fisch ist halt ziemliche Mangelware. Oh cool, du bist maximal ausgebaut. Das heißt, wir können dich auf Musik umstellen. Und dich auf Edelsteinchen. Werden wir darauf warten, dass unsere...
Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir werden angegriffen. Schnappt euch den Karren! Wir könnten eine Mauer in Rublarad bauen, um Prapats Truppen abzuwehren. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, wenn die Regenzeit nicht bald rum ist, haben wir ein Problem. Eine Mauer in Rublarad. Das ist Rublarad. Hä? Was soll das bringen, da eine Mauer zu bauen? Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Alles klar. Gut, dann kann ich ja jetzt noch mal ein paar Kühe holen. Mich immer noch fragen, wo meine Schafsherde abgeblieben ist. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar. Jawohl! Schnappt euch den Karren! Auf euren Befehl! Sofort! Alles klar. So, da sind meine Schafe. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Haben wir keinen Zugang zu der Schafweide? Okay, die Schafe haben sich im Dschungel versteckt. Jetzt haben wir noch mehr Schafe. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na, hier kann ich keine Weide mehr hinbauen. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. So. Schafweiden. Der Baum ist immer noch da, aber die Schafweiden stimmen jetzt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. So, jetzt wird es aber mal wieder Zeit zu speichern.
Ja, vorhandene Datei überspeichern. Und da gibt es jetzt gleich erstmal wieder einen Cut. Sobald gespeichert wurde. Also, bis gleich.